sich nicht nur um den deutschen Tischtennissport verdient gemacht, sondern um den deutschen Sport insgesamt. Du warst mit deinem Fairplay, mit deinem Kampfgeist bis zuletzt, den du auch heute Abend wieder in unveränderter Qualität dokumentiert hast, für alle ein Beispiel in vielen Sportarten. Nicht umsonst warst du bei deinen letzten Olympischen Spielen ein heißer Kandidat, die deutsche Flagge ins Olympiastadion hineinzutragen. Ich selbst erinnere mich natürlich an den vielleicht in deiner Karriere doch größten Moment, den du zusammen mit Speedy Fetzner erlebt hast, das Endspiel in Dortmund 1989, wo 10-mal so viele Leute wie hier, vielleicht 8-mal so viele, mit ähnlicher Begeisterung, wie sie heute Abend gezeigt haben, unser Doppelpaar zum Endspiel getragen haben. Und ich saß damals als Organisator dieser Veranstaltung, als Präsident des Verbandes, neben dem IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch. Und als ihr 1916 im Entscheidungssatz in Führung ging, da hat es mich nicht mehr gehalten. Mir hat es natürlich ohnehin gar nicht gefallen, dass ich da Repräsentation machen musste. Ich musste daneben in Operation sitzen. Ich wollte eigentlich unten runter an die Umwand. Bei 1916 bin ich dann von der Ehrentribüne runtergesaust, bin beinahe über meine eigenen Beine gestolpert. Dann 2016, ich hing unten an der Umrandung und dann kamen die drei schrecklichen Bälle, die ihr vergeigt habt, 2019, dann der Siegball. Und dann bin ich mit vielen anderen in ins Spielfeld rein, habe euch gratuliert und dann habe ich mir den Finalball geklaut. Das habe ich dann seit 1989 in dieser gläsernen Stele auf meinem Schreibtisch stehen. Und ich habe vor wenigen Tagen meinen Sohn, der auch ein begeisterter Tischtennisspieler ist, gefragt. Ich habe gesagt, sag mal Wolfgang, wer soll dieses Stück erben? Du oder der Rossi? Da hat er gesagt, der Rossi. Bleiben Sie unserer Sportart treu. Tischtennis ist die tollste Sportart überhaupt. Danke. Hans Rinne, meine Damen und Herren, Ehrenpräsident des Deutschen Tischtennis-Unions und das Mikro.